Hallo meine Damen und Herren und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Das ist Sissi. Ja, im Schlafzimmer hängt, ja, wo ich schlafe, und dort hängt Bella und Falco auf der linken Seite. Also ich meine auf der rechten Seite, genau, und auf der linken Bella. Sissi, genau. Ja, hallo und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Wanderfalkenprojekt. Ja, es hat sich in der Zwischenzeit auch, ja, es hat sich in der Zwischenzeit auch wieder viel getan. Auch die Jungvögel in der Kaiserburg sind ab und zu mal gekommen. Besonders AL. Der Jungvogel hat die Ringnummer AL. Und so viele Bilder sind es wieder geworden. Haufenweise. Schaut euch den Stapel an. Ha! Ja. So, fangen wir an. Das war jetzt zum Beispiel gestern in der Kaiserburg. AL. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und schöne Minuten mit den Wanderfalken. Los geht's! Ist er nicht schon geworden? Schön aufgewachsen, ne? Noch ein bisschen das Licht anmachen hier. Sonst sieht man es nicht. Das ist der Jungvogel von der Sissi. Ja, und der war gestern in der Kaiserburg. Und genauso wie bei der letzten Doku, da wo Sissi und er ja gegeneinander standen. Sissi hat ihn gar nicht mehr reingelassen. Jetzt kommt unser schöner Falco in Weißenburg. Da wo das Gewitter war, das Unwetter. So quasi, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ja, er war da ganz verzweifelt, hat er sich ganz dünn gemacht und dann ist er nach unten gegangen, hat sich unter der Kirche untergestellt. Unser Falco, ja. Ich kann bei der Hitze nur trinken, trinken, trinken. Wahnsinn. Jetzt noch mal. Vom Taubenschlag, da wo ich mit meiner Mutter vor ein paar Tagen war. Guru? Eine wunderschöne Hochzeitstaube. Und die hat mich die ganze Zeit angefaucht. Ganz genau. Ich habe sie voll in der Nähe fotografiert und die hat mich angefaucht. Die hat mich überhaupt nicht mögen, die hier. Guru?
Guru? Das war echt ein Hammererlebnis, am Taubenschlag dabei zu sein, ehrenamtlich helfen zu können, dass die Tauben frisches Essen, frisches Trinken und dass die alle schön sauber haben. Das war schon wirklich ein schönes Erlebnis. Guru? Ja, meine Damen und Herren, die haben gegurrt. Ja, das ist natürlich das Schönste in alledem. Es ist so heiß. Leute, es passiert seit Samstag nichts in Sachen Gewitter. Es sollte eigentlich am Samstag losgehen. Heute haben wir Mittwoch und bis heute ist noch nichts gekommen. So, das sind meine ganzen Freunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs süßen Tauben. Guru? Echt herrlich. Das ist echt so ein wunderschönes Gefühl. Die Augen lügen nicht. Die Augen lügen nicht. Oh, ist das eine schöne Taube. Oh. Ja, meine Mutter hat mir heute erzählt, ein paar sind handzahm, lassen sich streicheln und alles Mögliche. Und ein paar eben nicht. Ja. So, das ist jetzt. Das ganz junge Terzel in Bonn. Jetzt kommen wir wieder zu den Wanderfalken. Oh, so klein ist der noch. Oh. Ja, in Bonn gab es dieses Jahr bis jetzt noch keine einzige Brut. Ich glaube, der ist noch nicht befruchtet. Also, ihr glaubt, der ist noch nicht fruchtbar. Also erzeugungsfähig meine ich. Also ist noch nichts geschlechtsreif. Naja, aber so jung wie der auch ist. Also ganz ehrlich. Ha? Scheiße. Anstrengend. Dein Weibchen will umarmt werden. Da haben wir ihn doch mal, wo er sich gerade ein Nickerchen hält. So, jetzt kommen wir zu der Kaiserburg. Sissi. Das war jetzt
Das, was wir bis jetzt alles bis jetzt hier gesehen haben, das war alles seit Kurzem. Seit Kurzem. Ja, das ist alles seit paar Tagen her. Und das ist auch nicht lange her. Sisi. Sisi. Kaiserburg. Die Mutter. Da springt sie gerade auf die Kamera. Ja, da geht sie gerade Richtung Kamera lang. Ganz genau. Nimmt wieder ihren Platz da oben ein. Ja. Perfekt erwischt wieder. Ja. Jetzt muss ich bloß noch mal schauen, meine Damen und Herren. Ja. Da haben wir sie noch mal in einer anderen Stellung, Sissi. Da waren wir nämlich vor einer Woche dort in Nürnberg. Vor einer Woche. Dann habe ich sie dort so vorgefunden. Dieses Jahr werde ich wohl nicht mehr nach Nürnberg fahren, um Sisse und Ritschi zu sehen. Weil jetzt dann auch der Herbst kommt und dann der Winter und nächstes Jahr fahre ich dann mit meiner Mutter wieder hin in die Kaiserburg. Ja, da komme ich gleich drauf. Dieses Bild habe ich vor einer Woche vor Ort geschossen. Nürnberg-Kaiserburg steht da unten. Das ist die Kaiserburg. Und da oben brüten die Wanderfalken. Sissi und Ritschi. Terzel und Weibchen. Das ist der Sinnenweltturm. Der ist 41 Meter hoch. 41 Meter hoch. Und da sehen wir den Sinnenweltturm. Steht ja auch unten. Sinnenweltturm. Da brüten Sissi und Ritschi. Da war ich ganz hautnah da. Die Schrift da unten habe ich mir vom Betreiber aufdrucken lassen. Ja, dass man weiß, von wem und von wo, von welchem Ort. Das war ein Fehldruck, das ist nochmal Pepe von Bayern Gries. Jetzt kommen natürlich die Turmfalken in Winsbach. Aktuelle Saison von diesem Jahr. Eins, zwei, drei, vier, fünf Racker. Fünf Racker hat die Nanny. Hat sie fünf Eier gelegt und alle fünf durchgekommen. Schön. Sind die Turmfalken in Winsbach in Bayern.
Denen geht's alle fünf ganz gut, genauso wie Nanny und Ricky. Das war jetzt vor 3 Tagen. Auch noch mal ein Jungvogel in der Kaiserburg hält ein Nickerchen. Ich werde sie alle vermissen. Klar. Sie müssen ihre eigenen Wege gehen ab jetzt dann, die nächsten Tage. Ist ganz klar, lässt sich leider nicht verhindern. Und das ist die Mida im Beilngries, da wo sie ja dieses Jahr vom Uhu angegriffen wurde, aber nicht reinkam, weil das Brett vom Eingang war. Gott sei Dank, sonst wäre Mira jetzt tot. Mira, wo sie auf ihren Eiern hockt, beim Brüten. Ich hoffe, dass sie noch lebt, echt. Weil der Uhu leider immer noch sein Unwesen in Beilngries treibt. Der ist immer noch da, ja, der Uhu. Habe ich vom Abonnenten erfahren, bei YouTube. Jetzt kommt Valentin in Melbourne, der Wanderfalkenterzel. Valentin und Valentina beim Balzen. Balzt, was das Zeug hält. Valentin und Valentina. Das ist das Weibchen Valentina, das ist das Terzel Valentin. Aber natürlich gab es auch ein Ereignis, meine Damen und Herren, in Melbourne. Und das zeige ich euch jetzt auch. Da treiben sich Ringeltauben rum. Bei denen ihren Brutplatz, Valentin. Ja, dieses Geschau sollte man ernst nehmen. Valentin hat sich schon mal eine Taube gepackt. Ja, die hat's aber überlebt. Ja. Valentin hat ihm sämtliche Federn rausgerissen, der Taube. Ja. Die gehen sogar zu ihm rein. Die gehen sogar zu ihm rein. Und er tut denen nichts. Wenn sie sich nicht bedroht fühlen, dann tut denen Wanderfalken die Tauben nichts. Aber manchmal treiben sie so bunt, dass er sich einmal einbackt. Ja. So ist das. Jetzt haben wir nochmal Beilngries, da wo das Brett dazwischen war. Am Eingang, da wo der Udo nicht reingekommen ist, der Uhu. Das ist das Brett dazwischen. Ja, das war Midas Rettung, ja. Das waren die zwei Jungvögel noch, diese, wo sie gerade so schön rausgeschaut haben. Das war alles in diesem Jahr. Seit kurzem. Die Turmfalken.
Das war auch ein Turmfalke zu Besuch in der Kaiserburg. Ein wunderschöner Abflug des Jungvogels von den Turmfalken. Jetzt kommt noch mal Sissi. In der Kaiserburg. Das ist ihr Revier und ein Ritschi. Da herrscht nie Hungernot. Sind perfekte Eltern. Und da habe ich sie auch noch mal erwischt. Herrlich, wie sie gerade auf die Kamera springt. Das war am 23.07.2023 um 19:32 Uhr. Da springt sie gerade auf die Kamera. Ja. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommt der Udo. Ja. Der im Bayern Gries für dieses Jahr, ja, für Dramen gesorgt hat. Aber so ist die Natur. Leider. Hätte keiner erahnt, es hat keiner gewusst, dass der Udo, ja, fangen wir mal damit an. Da haben die Turmfalken Gott sei Dank noch keine Eier gelegt und da war auch noch keiner im Kasten. Gott sei Dank nicht. Weil der Uhu hat sich den Nistkasten ganz alleine betrachtet. Boah, diese Augen! Schaut euch mal dieses Tier an. So schaut ein Uhu aus. Den habe ich mal ganz live vor der Kamera gesehen. Ich habe jetzt den mal ganz nah und groß gesehen. Live. Der ist da reingekommen, so dick wie er ist. Der ist da reingekommen in den Nistkasten. Die Uhus können natürlich nachts sehen. Wie Tageslicht, wie dieses Licht hier. Ja, und draußen hell. Die können genauso nachts ganz gut sehen. Die sehen alles. Ist der Uhu. Aber wir nennen ihn alle Udo. Abkürzung. Ich finde den Uhu wirklich ein wunderschönes Tier. Echt. Er hat sich letztes Jahr Kiki geholt im Bayern Gries. Da wurde Pepe alleine gelassen. Und dieses Jahr Hope. Hat er sich geholt. Der ist da einfach nochmal nachts reingekommen und ist dann mal in den Nistkasten eingedrungen und hat Hope ermordet. Ja. Und das ist jetzt auch nochmal in der USA. Schmusen, schmusen, schmusen. Bussi, 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 Bussi. Ja, das muss Liebe sein.
Das nennt man Bonding, das nennt man Verbindung zwischen Wanderfalken. Die brauchen dieses Bonding, die brauchen immer Verbindung, Absprache. Ja, jetzt kommt natürlich Udo. Bein Gries. Ja, das seht ihr ihn ganz. Ein wunderschöner Vogel. Es ist ein atemberaubender, verzaubernder Vogel. Es ist wirklich ein Prachtstück. Ja, es ist auch ein Falke. Ja, ein Uhu ist ein Falke. Es ist auch ein Raubvogel. Und Uhu holen sich alles, was gerade im Weg steht. Aber dass gerade er Bein Gries im Visier hatte, das ist schon natürlich Hammer. Und da schaut er natürlich rein. Da ist er natürlich eines Nachts gekommen, der Uhu. Gott sei Dank war das Brett dazwischen. Mira war gerade bei ihren Eiern drin, hat gebrütet. Der Uhu hat natürlich Mira gesehen, ganz klar. Wie er da reinschaut, ganz schön creepy. Ja, und dann das letzte Bild kam natürlich das zum. Mira musste Todesängste ausgestanden haben, weil sie war ganz hinten an der Kamera. Schaut euch das mal an. Da ist Mira. Und da ist der Udo. Wie der da reinschaut, schaut euch das mal an. Ihr findet ja den Uhu-Angriff auf Mida, auf meinem Kanal, das Video, wie das abgegangen ist. Ja, da liegen die Eier. Hier. Jede 5. Ja. Der Uhu wollte auch Mida holen. Aber zum Glück ist dieses Brett dazwischen. Er kam da nicht mehr rein, sonst hätten wir jetzt ein drittes Opfer zu beklagen. Ja, der Uhu hat ganz genau gewusst, da wird gebrütet. Ja, da ist jemand, da kann ich mir jemand holen. Wir können den Uhu keine Vorwürfe machen. Ja, der Uhu hat auch bloß Hunger. Und. Ja, das hätte natürlich alles nicht sonst, es hätte alles, ja, hätte man es am liebsten alles erspart. Ja, ich hätte es auch nicht gerne sehen wollen, aber das war natürlich schon der Hammer. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr 2024, boah, bin ich nass hier, Alter, hier ist Wahnsinn, dass es zu keinem Drama mehr kommt, aber die lassen natürlich dieses Brett natürlich dort, ganz klar. Bein Gries. Natürlich unter einen, auf meinen Anforderungen. Ich habe denen natürlich gesagt, sollten die das Brett wegmachen nächstes Jahr, komme ich persönlich nach Bein Gries und dann mache ich euch die Hölle heiß. Ja. Weil dann lernst du es nicht anders, weil dann kommt es zu keiner Erfolgbrut wie dieses Jahr noch. Dieses Jahr war es natürlich erfolgreich, klar, weil das Brett am Eingang war. Ich hatte dieses Jahr
Ich hatte dieses Jahr mit meinem Gris haufenweise Diskussionen gehabt, weil ich denen meinen Hass freien Lauf gelassen habe. Angefangen hat es natürlich mit diesen Diskussionen. Habe ich bei den Gris natürlich zusammengeschissen, seit dem Hoppe von den Uhu ermordet worden ist. Das haben 30 Leute live vor der Kamera gesehen, zu Hause aus. 30 Leute haben da reingeschaut. Dann kommt der nachts um 1 Uhr noch was und holt sich Hoppe. Da war das Brett noch nicht vom Eingang. Dann geht der da nochmal rein in den Nistkasten und ermordet Hoppe. Grausam. Bis ich das natürlich verarbeitet habe, hatte, meine ich, bis er das verarbeitet hatte, hat es eine Woche gedauert, um das zu verdauen. Und das war ein Massaker. Ja, das war ein Massaker. Das war kein schöner Anblick. Hoppe hat nicht lange leiden müssen. Weil das Ganze ging so schnell, der Uhu ist da rein und Hoppe hat nichts mal mitgekriegt, weil die war ja im Tiefschlaf. Die hatten nicht mal kommen sehen. Das war einfach Schicksal. Ja. Und seitdem das passiert ist, habe ich zu Ballen Gris gesagt, macht bitte dieses Brett da vom Eingang hin, sonst kommt der Udo wieder da rein und dann holt er sich den nächsten Turmfalken. Ja. Und vielleicht noch die Jungen. Ja. Zuerst wollten die das Brett gar nicht hinmachen vom Eingang. Und dann habe ich gesagt, macht dieses Brett dahin. Ja? Ich habe das mehrmals in den Chat geschrieben, macht dieses verdammte Brett da am Eingang hin. Und dann haben sie das Brett dahin gemacht. Dann sind sie zur Einsicht gekommen. Beingries. Ich hoffe, dass Beingries auch nächstes Jahr 2024 eine erfolgreiche Brut bekommt wie dieses Jahr. Ich hätte damit gar nicht mehr gerechnet, dass Beingries ein Happy End bekommt dieses Jahr wegen den Uhu. Aber seitdem das Brett da am Eingang war, war das die Jungen und die Eltern, denen ihre Rettung. Mida, und Pepe und die Jungvögel. Ja, genau. Ich bin ja selber froh, dass das nochmal erfolgreich war und dass es so ein Happy End gekommen ist. Hätte ich nicht geglaubt. Ja. Jetzt schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Weil die haben mir gesagt, die wollen den Nistkasten noch ein bisschen umbauen. Einen Notausgang bauen für die Turmfalken, falls der Uhu nochmal irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas haben die da erwähnt, Beingries, dass die da irgendwie was machen wollen. Aber, gucken wir mal. Auf jeden Fall, das war's, das Projekt. Jetzt geht's dann in Orange los. In Australien, in Orange, mit Dynamite und Xavier. Irgendwann Ende September oder Mitte September kommt das erste Ei in Australien, in Orange. Und dann machen wir da dieses, oh, fuck, oh, ich schwitze, ey. Ja, und dann geht's da mit dem Projekt weiter, das letzte für dieses Jahr. Und dann schauen wir mal. Und jetzt wird es höchste Zeit, dass es hier mal gewittert da draußen, weil es sollte ja seit Samstag gewittern, aber es passiert ja nichts. Auch heute nicht, morgen glaube ich auch nicht. Ach, das vergiss es. Das ist eine Lage, das ist für den Arsch. Ja, es wird noch heißer und noch heißer und noch heißer und nochmal schwitzen und. Oh, fuck. Also macht es gut, Leute. Wir sehen uns. Und sobald was in Sachen Gewitter geht, kennt ihr es ja, folgen die Dokus zeitnah. Macht es gut, bleibt gesund und ja, wir sehen uns die nächsten Tage. Bis bald. Ciao.